Moin, moin. Wie versprochen, kommen wir denn jetzt mal zum Housing. Dazu muss ich natürlich erstmal nach Oriel. Nach Oriel kommt man zum Beispiel, wenn man in Sanctum den ganz normalen Teleporter benutzt. Das geht natürlich auch von Eldnern und Wetteren, glaube ich. Von Heilron irgendwie nicht. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall geht es dann hier ganz normal nach Oriel. Wie das Ganze bei Asmus aussieht, habe ich natürlich keine Ahnung. Bei Elios sieht es jedenfalls so aus. Das ist einmal die Karte. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Hauptplatz. Hier gibt es einmal einen Dorfteleporter. Der Izunios hier in der Mitte hat eine Quest, bei der man auch Charon-Symbole bekommt. Einen Aerolink natürlich nach Ingison und auf das Schiff, auf die Griffon, über die man nach Sapan kommt. Diverse Quests, Dailies hier, wobei sich da allerdings keine wirklich von lohnt. Hier hinten gibt es dann ja den Auktionator für die ganzen Hausgeschichten. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel irgendein Haus kaufen. Da ich schon eins habe, brauche ich das natürlich nicht. Hier, wie man schon sieht, Startpreis für ein Haus sind 12 Millionen. Für einen Menschen 112 Millionen. Und für ein Estate, also das zweitgrößte, 335 Millionen. Die Paläste werden im Moment noch nicht verkauft. Aber ich glaube, den könnte sich im Moment eh noch keiner leisten. Dann gibt es hier diverse Sachen, die man sich in sein Haus stellen kann oder die man zur Verschönerung benutzen kann. Zum Beispiel Zäune, ein Dach. Das Ganze natürlich für unterschiedliche Preiskategorien, also Palast, Estate, Mansion, Haus. Dann irgendwelche Fußböden gibt es noch. Die haben wir dann zum Beispiel hier. Hier sind die Wände, also die Tapeten, wenn man so will. Hier sind die Fußböden. Kann man sich auch wie gewohnt über STRG-Linksklick angucken. Sieht jetzt allerdings nicht so schick aus, aber man hat dann ungefähr einen Eindruck davon. Hier kann ich mir ein Warenhaus und einen ja, General Goods Merchant, weiß gerade gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, einen allgemeinen Gemischwarenhändler, so hießen, einen Gemischwarenhändler kaufen. Die stelle ich mir dann einfach in mein Haus. Kann ich mal zeigen. Ich nehme einfach meinen mit. Meine ist eh ausgelaufen. Hier gibt es dann diverse Möbel. Unter anderem auch Blumen für den Garten. Hier kann man Blumen eintauschen. Zeige ich allerdings nachher. Und hier kann man dann Blumen für China kaufen. Da gibt es zum einen hier Ancient Icon Heart Bloom. Da kommt jedes Mal eine Ikone raus. Der Rest ist eigentlich relativ, ja, crap. Braucht man überhaupt nicht. Und dann natürlich noch die etwas teureren. Die müssen allerdings aufgeladen werden. Und das zeige ich dann auch gleich noch. In jedem Dorfgebiet, man sieht hier überall so eine Kreise auf der Map, wo ich jetzt gerade stehe, gibt es hier diese Sänger. Diese Sänger geben einem diesen Buff, Light of Repose, und der stellt bis zu 15% der Energy of Repose wieder her, also der Energie der Rast. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde ungefähr stehe, dann habe ich 15%. Ist besonders praktisch zum Leveln, geht man einfach mal AFK, stellt sich hier hin und dann hat man 15% Energie der Rast und kann zum einen mehr droppen, zum anderen natürlich auch mehr EP bekommen. Dann porte ich jetzt mal kurz nach unten. So, bin ich unten. Wenn man jetzt hier mal zu dem Porter geht, sieht man hier, kann man in jedes einzelne der ja, kleinen Stadtgebiete in Oriel teleportieren. Also es gibt drei Hauptteleporter und von denen aus kann man dann überall hin. Auch hier wieder die gleichen Sänger in der Mitte.
überall die gleichen Händler, wie man hier sieht. Bis auf das Auktionshaus. Das gibt es dann nur in bestimmten Regionen. Hier sind zum Beispiel jetzt auch mal Häuser von anderen. Mit schwebenden Blumen, da stand mal was drunter, ist wohl ausgelaufen. Da sieht man auch schon, es gibt einige Sachen, die halten nur 30 Tage zum Beispiel. Dann verschwinden sie automatisch. Ich gehe jetzt aber mal zum Studio, das ist was jeder hier hat. Da ich selber keins mehr habe, muss ich mal auf das von meiner Legion zurückgreifen oder auf eines von jemanden. Toll. Gut, von hier aus komme ich also jetzt scheinbar nicht mehr rein. Dann teleportiere ich mich mal kurz zu mir. Also jeder hat jetzt diesen Buff, Homeward, diesen Skill, Homeward Bound. Mit diesem Skill öffnet man so ein kleines Illusionstor, das steht allerdings nur für 10 Sekunden, glaube ich. Man kann es nicht casten, wenn man in irgendwelchen Kampfhandlungen ist. Also nein, es funktioniert nicht so schön wie das Illusionstor von Mage. Da hüpft man dann durch und schon ist man zu Hause. Wie man hier sieht, mein Haus ist unglaublich toll eingerichtet, weil es mir eigentlich scheißegal war. Ich habe nur, falls mal irgendwer reinguckt, so einen schönen Weg gebaut, damit man schnell mal hier hinkommen kann und den Scheiß da füllen. So, bevor ich jetzt aber mein Haus zeige, zeige ich erstmal das von Trichster. Hier hat man alle seine Freunde aufgelistet, wenn man diese Kugel anklickt. Und dann kann man einfach mal Wizard Friend zudem ins Studio jetzt in dem Fall sich teleportieren lassen oder auch Haus, Estate, was auch immer. So. Bei ihm sind jetzt hier auch unglaublich viele Einrichtungsgegenstände. Unglaublich toll eingerichtet. Das ist dann das Studio von der Größe her. Das ist eine, ja, wie man es nennt, eine Statue. Bringt nichts, irgend so eine Büste. Hier hat man seinen Butler. Den Butler kann man selber programmieren, zeige ich auch gleich noch kurz. Und hier stehen dann überall irgendwelche Blumen. Die bringen jetzt allerdings nichts, deswegen demonstriere ich das da nicht. Ich gehe mal zurück in mein Haus. So, wie gesagt, dann zeige ich erstmal den Butler. Zum einen kann man hier Miete bezahlen. Miete für ein Haus sind 400.000 pro Woche. Ich habe leider keine Ahnung, wie viel die anderen kosten. Ich kann natürlich irgendwelche Besucher rausschmeißen. Ich kann das Äußere ändern, wenn ich dafür mir was im Shop gekauft hätte. Geht also jetzt nicht. Ich kann von hier aus auf die Auktion zugreifen. Und ich kann, ja, natürlich das Haus auch noch für andere schließen. Was ich aber eigentlich meinte ist, ich kann das Skript editieren. Dazu kann ich dann hier einfach irgendwelche Befehle reinschreiben. Hier habe ich jetzt zum Beispiel, wenn Trichter reinkommen, wenn Cutie und wenn ich reinkomme, verschiedene Dinger mal reingeschrieben gehabt vorhin. Und wenn ein anderer rein... So, hier steht dann der Warenhausmanager. So, oben in dem Cube sieht man auch noch, dass ich 21 von 30 Indoor-Installations getätigt habe und 6 von 7 Outdoor-Installations. Also mit dem Haus kann ich 30 Sachen hinstellen und 7 außen. Das wird natürlich dann, je nachdem wie groß ob man Estate oder Menschen nimmt, mehr. Dann einfach unten auf Close und jetzt kann ich alles wieder benutzen. Ganz normal aufs Lagerhaus zugreifen. Jetzt stehen hier einige Blumen. Jeden Tag um 9 Uhr gibt es hier eine Daily beim Butler, für die man 15 von diesen Gasblumen-Fertilizern und 3 von diesen Hardblumen-Fertilizern bekommt.
Mit diesen Hartblumen-Fertilizern kann man eine Blume, ich habe jetzt gerade leider keine da, ich kaufe gleich mal eine, bewässern sozusagen und dann ernten. Also ich brauche, wenn ich mir zum Beispiel so eine Ikonenblume hinstelle, brauche ich einen Hartblumen-Fertilizer, um daraus eine Ikone zu bekommen. Die Blumen zum Beispiel halten 7 Tage, also 7 Ikonen. Ob das jetzt die 1 Million China oder wie viel das waren wert sind, muss jeder für sich entscheiden. Ich brauche sie nicht. Ich habe jetzt hier Mana-Steinblumen und die Kiste, die angesprochene von der Weekly stehen. Diese Kiste hier, wenn man sie 30 Mal gefüllt hat, sieht man unten, Amount of Dung, 8 von 30, dann öffnet sie sich und ich kriege diese 14 Karun-Symbole raus. Dazu einfach Rechtsklick, dann wird einer dieser Gesplum-Fertilizer verbraucht. Und ich bekomme diesen Sack und aus diesem Sack kann unter anderem die Blume nochmal drin sein. Das habe ich bisher einmal von, keine Ahnung, 800 Mal gehabt. Da habe ich dann eine zweite Mana-Steinblume bekommen, deswegen steht hier jetzt auch noch eine zweite. Und es ist ein Guest Petal drin. Mit diesem Guest Petal kann man sich wiederum besondere Blumen kaufen. Die zeige ich dann gleich. Mache ich das gleiche mal mit der Mana-Steinblume noch. So, wie gesagt, es gibt auch einen draußen, hier auch ganz normal, so wie drin. Auf den Button unten klicken und dann kann ich hier alles verschieben und drehen, wie ich lustig bin. Das ist jetzt sozusagen mein Distrikt hier oben. Also hier habe ich mir mein Haus gekauft, wird auch hier auf der Map angezeigt. Und wie gesagt, überall in jedem kleinen Stadtgebiet gibt es diese Händler. Und natürlich auch die Sänger. Bei diesen Händlern kann ich mir jetzt mal, was ich auch machen werde, eine kleine Blume kaufen. Ah, nehmen wir einfach mal die Ancient Icon. 600k, ist ja nicht viel. Und hier kann man, wie gesagt, die Teile umtauschen. Da gibt es für 600 die Gottsteinblume. Wird natürlich vermutlich am interessantesten sein für euch. 600 Stück, ich weiß leider nicht, wie viele man nachher dann verschwenden muss von diesen Gestblumen-Fertilizern, um dann nachher den Gottstein rauszukriegen, weil damit ist es genau das gleiche. Für eine Mana-Steinblume zum Beispiel brauche ich 300. Da steht es jetzt gar nicht mit bei, schade. Zeige ich dann gleich nochmal. Also für eine Mana-Steinblume brauche ich alleine schon 300. Deshalb weiß ich nicht, was diese Katzenwaffenblume oder die Gottsteinblume da wirklich dann brauchen nachher, um voll zu sein. Das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Kann man sich ja selber ausrechnen, man kriegt 15 Stück pro Tag. Also sozusagen alle 20 Tage in Gottstein. Beziehungsweise eine Gottsteinblume. Ob man einen Gottstein auch schon kriegt, ist natürlich eine andere Sache. So, dann stelle ich die dusselige Blume mal kurz hin. So, anklicken. Jetzt verschwindet einer von diesen Hartblumen-Fertilizern. Und ich bekomme diesen Sack. Und raus wird vermutlich ein 300er Item kommen. Ja. Das ist so das Hauptsächliche, was man da rauskriegt. Dann zeige ich das Ganze mal noch von außen. Also von außen ist so diese Größe ein Haus. Hier hat jemand ein bisschen mehr Geld investiert. Also in dem Fall wirklich Sachen im Shop gekauft. Mein Herr Nachbar. Das ist zum Beispiel ein Banketttisch. Den kann ich benutzen und kriege dann einen Buff. Beziehungsweise ich kriege Buff Food und damit kann ich mich buffen. Das ist sogar ziemlich gut, das Buff Food. Muss ich mal zeigen. Also hier M-Boost, M-Mag, MP und alle Elementar-Resis. 50, 25, 250 erhöht. Ist nicht schlecht auf jeden Fall. Hier sieht man es auch nochmal. Mana-Steinblume, 300 Stück. Dann hier die ganzen Items, die man im Shop kaufen kann für Geld. Aber das war es mir nicht wirklich wert.
Dann hätten wir hier eine Mansion, also das die zweite Stufe dann. Ist ein Tick größer. Und dann hier das Estate. Estate ist dann das zweitgrößte. So, dann teleportiere ich mal kurz zurück. Und zeig noch kurz den Palast. Mit 3.0 wird eingeführt, dass man nicht mehr so schnell hin und her teleportieren kann. Also nicht wundern. Ich kann jetzt zum Beispiel erst in 8 Sekunden wieder teleportieren. So, hier vorne befinden sich jetzt 3 der 4 Paläste. Also, die sieht man schon von weitem, die sind recht groß. Ich weiß leider nicht, wie sie von drinnen aussehen. Wie gesagt, die werden noch nicht verkauft. Und, oh. Wenn, dann könnte sie sich vermutlich eh keine leisten. Der vierte Palast steht dann hier oben. Sieht man auch, haben alle unterschiedliche Symbole auf der Karte. Also ganz oben jetzt gerade ein Palast. Da links dann, rechts daneben sind 3 Häuser. Entschuldigung, da sind 3 Mansions. Und die ganzen anderen Symbole hier sind Estates. Wenn man dann mal sich so ein Haus anguckt, das sieht dann so aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Den neuen Beruf kann ich leider nicht vorstellen, weil ich generell keine Berufe ausübe, weil mir das zu langweilig ist. Deshalb, falls noch Fragen sind, einfach unten in den Chat schreiben und natürlich auch wieder, was ihr noch sehen wollt, werde ich dann versuchen, so schnell wie möglich nachzureichen. Dann soll es das gewesen sein. Bis die Tage. Tschö.